Das Wetter meinte es gut mit dem nach dem Klimastreit gebeutelten Regierungspolitikern. Gewitterwolken zogen erst gegen Abend auf. Da war der erste Sommerministerrat in Reichenau in Niederösterreich am Mittwoch schon zu Ende. Dass das Treffen mit einer Panne begann und der Journalistenbus im falschen Schloss gelandet ist, tat der Stimmung keinen Abbruch. Mit dabei die Chefs und fast alle Minister, nur Alma Sadic, Claudia Tanner und Susanne Raab haben gefehlt. Kurz betont, nach einer Sommergrippe wieder fit zu sein, selbst die paar Corona-Gegner taten dem guten Koalitionsklima keinen Abbruch. Ich habe noch nie so eine konstruktive Koalition erlebt, streut etwa ÖVP-Clubchef August Wöginger den grünen Rosen. Wenige Tage zuvor hat man ihnen noch vorgeworfen, Österreich zurück in die Steinzeit führen zu wollen. Auch als Kurz und Kogler vor die Kameras getreten sind, gab man sich einig. Gefragt, ob man die Steine aus dem Weg geräumt habe, sagt Kurz, er habe eigentlich nicht viele Steine mitbekommen. Kogler kam aber schon gleich zum Thema. Die Auswirkungen der Klimakrise seien jetzt schon gegenwärtig. Die Auswirkungen, die gegenwärtigen, sind schon dramatisch, nämlich einer drohenden, gröberen Klimakrise. Und die sind nicht irgendwo nur am Nordpol oder in der Tundra. Die sind auch mitten in Europa, in Deutschland, in Tschechien an der Nachbargrenze, Tornados etc. Sie sind eigentlich mitten in Österreich. Und diese Extremwetterereignisse werden einfach häufiger und intensiver. Das heißt, wir haben uns bestätigt gesehen in dem Auftrag, den Klimaschutz verstärkt zu verfolgen, nicht nur hervorzustreichen, sondern auch wirklich voranzutreiben. Dann gab es in Reichenau ein 7-Punkte-Herbstprogramm, das großteils aus Überschriften besteht. Punkt 1. Ökosteuern ab 2022. Erneut ein Bekenntnis zur Ökosteuer. Laut Koalitionspakt soll sie 2022 kommen. Kogler verspricht dafür die Entlastung kleiner Einkommen. Punkt 2. Wirtschaftsstandort. Zudem sollen Arbeitsplätze geschaffen werden durch richtige Rahmenbedingungen für Investitionen in Unternehmen und Technologien. Punkt 3 Bildung. Die Regierung verspricht einen massiven Schub in der Digitalisierung. So starten im Herbst die 5. Schulstufen mit Tablet-Klassen. Auch eine Modernisierung der Lehrpläne soll kommen. Punkt 4 Klima und Digitalisierung. Erneut verspricht die Regierung Investitionen in klimafreundliche Technologien sowie den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Der öffentliche Verkehr solle noch attraktiver werden. Punkt 5. Eine Pflegereform soll kommen. In den nächsten Monaten werde es nachhaltige Schritte für die Finanzierung des Pflegebereichs geben. Punkt 6. Sicherheit und Kriminalität. Der Kampf dagegen soll verstärkt werden. Das Asylthema wurde allerdings nicht erwähnt. Punkt 7. Corona. Neuer Impfappell. Kein Lockdown. Für den Schulstart verspricht die Regierung Vorkehrungen, die einen sicheren Schulstart ermöglichen sollen. Ansonsten appelliert Kurz erneut an die Jungen, sich impfen zu lassen. Wir sind also auf einem guten Weg, würden uns aber wünschen, dass sich noch etwas mehr junge Menschen impfen lassen. Hier haben wir Luft nach oben, der Impfstoff ist vorhanden und daher möchten wir von Seiten der Bundesregierung auch heute noch einmal den Appell auch machen an die jüngere Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die Impfung schützt und die Impfung ist der einzige Schutz, den wir derzeit haben. Denn so gut die Nachricht ist, dass alle sicher sind, die geimpft sind, so muss man auch den zweiten Teil dazu sagen, jeder, der sich nicht impfen lässt, wird sich früher oder später anstecken lassen. Die Ansteckungszahlen steigen, wie einleitend schon gesagt. Das heißt, wer sich nicht jetzt ansteckt, der steckt sich vielleicht im Herbst an. Wer sich nicht im Herbst ansteckt, der steckt sich dann vielleicht im Winter an. Impfpflicht, so blieb der Kanzler bei seiner Linie, werde keine kommen.